Grüezi miteinander. Justizinitiative, da gehört das Nein an. Es kann nicht angehen, dass ein Losverfahren unsere obersten Bundesrichterinnen und Bundesrichter wählt. Der Zufall kann nicht einen demokratischen, ausgewogenen Prozess ersetzen. Das heutige System hat sich bewährt. Die dritte Gewalt, die Judikative im Staat, wird ausgewogen und im Parteiproporz gewählt und bestimmt. Die Amtsdauerbeschränkung setzt auch eine gewisse Unabhängigkeit voraus und das ist gewährleistet. Herzlichen Dank. Am 28. November stimmen wir über das Covid-Gesetz zum zweiten Mal ab. Wir haben dank dem Gesetz schon einen rechten Schritt zurück zu der Normalität machen, indem wir beispielsweise wieder gesellschaftliche Anlässe in grossen Mengen durchführen können. Das Covid-Zertifikat ist ein Teil des Covid-Gesetzes und darum stimme ich am 28. November ganz klar Ja zum Covid-Gesetz. Fessle, hoppe, gib ihm! Tina! Peter! Ich darf etwas sagen über die Pflegeinitiative. Grundsätzlich gehe ich mit den Initiativen überein, respektive mit dem Komitee. Es muss etwas gemacht werden und klatschen allein lange nicht. Aber ich bin aber auch der Meinung, dass der Gegenvorschlag der richtige Weg ist. Warum? Eine entsprechende Berufsgruppe gehört einfach nicht in die Bundesverfassung. Und ich bin überzeugt davon, dass der Gegenvorschlag die schneller und die bessere Lösung im Moment bringt. Darum ein Nein für die Pflegeinitiative und ein Ja halt dann direkt für den indirekten Gegenvorschlag. Danke. Ich habe wohl die einfachste Aufgabe mit dieser Vorlage. Ich denke, das rennt sogar offene Türen ein bei uns. Es geht darum, dass man keine Heizöl- und Gasheizungen mehr muss haben. Die Preise die steigen jetzt in astronomische Höhen. Dann müssen die Hauseigentümer ja andere Lösungen suchen. Und das ist genau das, was die möchte. Darum ja stimmen. Lebensqualität Oberwetzig, das ist eine Initiative. Initiativen haben leider den Makel, dass sie wie die Tauben auf dem Dach sind, aber sie schiessen in die richtige Richtung. Und trotzdem, der Stadtrat, die Exekutive ist ganz gut unterwegs, da eine ganz schöne Meile zu machen. Und darum bin ich dagegen, gegen diese Initiative. Bitte stimmen Sie auch Nein. Wir haben noch eine Initiative zu Fuß- und Veloweg in Wetzikon. Dort ist ein Gegenvorschlag zur Abstimmung. Und das ist ein tiptop Weg, wie demokratische Prozesse laufen können. Zusammen mit dem Initiativkomitee können Stadtrat und Parlament eine gute Lösung konzipieren. Und ich bitte Sie, dort Ja zu stimmen. Merci.